Hallo und herzlich willkommen. Ich werde dir heute erklären den Unterschied zwischen den folgenden Verben, die man gleich oder fast gleich ausspricht, aber die ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und entweder Akkusativ oder Dativ benötigen. Auf meiner linken Seite kannst du eine Liste von Verben sehen, die absichtlich so geschrieben werden, weil sie zusammenhängen. Beispielsweise stellen und stehen. In der ersten Spalte haben wir die Verben, die Akkusativ benötigen. Das heißt, sie stehen mit einer Bewegung in Verbindung und die beantworten die Frage, wohin. In der zweiten Spalte aber sind die Verben, die Dativ benötigen. Das bedeutet keine Bewegung und die Aktion ist schon zu Ende. Die beantworten die Frage, wo. Fangen wir mit dem Verb stellen an. Nehmen wir zum Beispiel ein Glas als Gegenstand und bilden wir jetzt einen Beispielsatz. Ich stelle ein Glas auf den Tisch. So, der Tisch ist maskulin, deswegen im Akkusativ brauchen wir den. Und ich mache eine Bewegung, ich unternehme eine Aktion und stelle dieses Glas auf den Tisch. Aber wenn wir sagen, das Glas steht auf dem Tisch, das bedeutet, das Glas ist schon auf dem Tisch. Keine Aktion ist vorhanden. Ich muss keine Bewegung oder Aktion machen, das Glas ist schon da. Auf dem Tisch, wieder haben wir dem als Dativ maskulin. Mit diesen zwei Verben sollen wir beachten, dass wir müssen die Gegenstände nutzen, die in eine vertikale Position gestellt werden können. So, ich kann nicht sagen, ich stelle einen Kugelschreiber auf den Tisch. Und jetzt wirst du sehen, warum. Für die Gegenstände in horizontale Position nutzen wir zwei andere Verben. Und zwar legen oder liegen. Nehmen wir wieder einen Tisch als Beispiel und ein Handy. Und ich sage, ich lege mein Handy auf den Tisch. Das bedeutet, ich nehme mein Handy und ich lege es auf den Tisch. Was ist, wenn das Handy liegt auf dem Tisch? Nicht zu vergessen, Dativ beantwortet die Frage, wo. Wo liegt das Handy? Das Handy liegt auf dem Tisch. Das bedeutet, die Aktion ist schon fertig. Nächste zwei Verben, setzen und sitzen, nutzen wir nur für die Personen. Sehr selten für die Dinge. Bilden wir einen Beispielsatz und nehmen wir ein Kind. So, das Kind soll im Auto. Ich setze das Kind in das Auto. Das bedeutet, ich nehme das Kind und ich setze in das Auto. Aber das Kind sitzt im Auto, das bedeutet, er ist schon im Auto. Im ist die Abkürzung von in dem. Auto ist Neutrum, deswegen brauchen wir dem. In plus dem ist im. Hängen oder hängen? Hier müssen wir einfach auf die Situation achten, welchen Fall sollen wir nutzen. Auch mit auf. Die Präposition, die wir schon benutzt haben in den ersten paar Beispielen, das ist eine Wechselpräposition und es hängt nur von dem Kontext ab, in welcher Kasus sollen wir nutzen. Also hängen oder hängen, nehmen wir eine Jacke als Beispiel. So, die Jacke soll in einen Schrank und demzufolge sagen wir, ich hänge die Jacke in den Schrank. Schrank ist wieder maskulin und deswegen brauchen wir den. Das bedeutet, ich nehme die Jacke und ich hänge sie in den Schrank. Aber die Jacke hängt im Schrank. Die Aktion ist schon zu Ende. Die Jacke ist schon im Schrank. Hier statt in können wir an auch nutzen, an den Haken. Im Zweifel, ob man Akkusativ oder Dativ verwenden soll, immer im Kopf behalten, ob ein Verb Bewegung oder keine Bewegung benötigt. So, sollen wir eine Aktion unternehmen oder ist sie schon vorbei? Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt etwas Neues gelernt hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!